Ja, hi, hallo liebe Pilzfreunde, ich grüße euch. Ich bin mal wieder auf einer weiteren Tour hier unterwegs in Auwäldern und wie man hier erkennen kann, wächst im Hintergrund eine große Esche und auch hier in dem grünen Bereich wächst jetzt hier auch der Bärlauch. Und wenn man ein paar Schritte weiter geht, kann man sie schon erkennen, die Morchella esculenta, die Speisemorchel. Die kann man sie also gut erkennen. Ein weiterer Morchelanzeiger ist auch der Aronstab. Und auch hier gut getarnt versteckt sich eine Speisemorchel. Morchella esculenta, die Speisemorchel. Und hier kommen wir zum nächsten Morchelanzeiger, der gemeinen Schuppenwurz. Und auch hier in der Nähe des Baches lassen sich in der Wiese Speisemorcheln finden. Und hier in dieser schönen Wiese lässt sich auch eine Frühjahrsmorchel finden. Die ist allerdings schon ein bisschen älter, die Frühjahrsmorchel. Leute, hier in dieser Wiese wachsen die Morcheln ganz jung. Und mittelgroß. Und neben dieser Speisemorchel wächst jetzt auch noch der Morchelbecherling mitten in der Wiese. Wunderschön, der Morchelbecherling. Auch hier lassen sich wieder zwei Morchelbecherlinge finden. Auch hier. Und direkt nebendran ist eine junge Speisemorchel. Ich lasse aber die Kleinen auf jeden Fall stehen und nehme dann nur die größeren mit. Und hier in der Kolonie wachsen auch noch wunderschöne kleine süße Pilze. Hier lassen sich wieder Morchelbecherlinge finden. Und auch Speisemorcheln. Ja, liebe Pilzfreunde, das war's mit der Tour heute. War sehr erfolgreich, hat riesen Spaß gemacht. Ich war jetzt an drei verschiedenen Stellen, also einmal am Waldrand und zweimal in der Nähe von Bächen, Schrägstrich Flüssen. Und das habe ich gefunden. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier Morchella esculenta, also die Speisemorchel, einmal in der dunkleren Version, wie ich sie im Wald gefunden habe, einmal in der helleren Version dort in der Bachregion. Und hier hat es noch Becherlinge, Morchelbecherlinge. Das müssen die adrigen Morchelbecherlinge sein. Die sind auch sehr schmackhaft und
Ich denke, die Morcheln werde ich trocknen und die anderen werde ich zubereiten. Also, ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao!